geschafft, knapp, knapp. Also, knapp, knapp. Ja, da bin ich. Ah, hurra. Schaut euch das an. Ist der Dufte. Ja, das sieht ja ähnlich. Gleich musst du wieder pets. Alles andere als nur schwarz-weiß ist das Kinderfest zum Kooperationsfest 1974. Da bringen Pitti Platsch mit seinen Freunden genauso Farbe in das Treiben vor und auf der Bühne wie der Zeichner Andreas Fülfe, der Sohn von Thaddäus Punkt, der sich gleich einmal ein junges Zeichentalent als Unterstützung auf die Bühne geholt hat. Das Besondere? Die Kinder zeichnen ein paar Striche auf das Papier und Thaddäus Punkt Junior zaubert daraus eine Figur. Naja, und den Mann brauche ich sicherlich nicht vorstellen. Ich komme aus dem Märchenland, schnippel die Schnappel die Scher, bin allen Kindern wohl bekannt und reise weit umher. Die schönsten Märchen kenne ich und alle Kinder freuen sich. Schnippel die Schnappel die Scher auf Meister Nadelöhr. Eine Ausstellung der AG Foto und Film zeigt Bilder aus der Klietzer Geschichte. Premiere beim Kooperationsfest hat das neu gegründete GST-Blasorchester. Die erste Generation der Bläser aus dem Pionierblasorchester hat die Schule verlassen. Die GST stellte Instrumente und Uniformen zur Verfügung, damit die musikbegeisterten jungen Leute auch in den oberen Klassen und nach der Schulzeit ihrem Hobby nachgehen können. Und was den Nachwuchs betrifft, da gibt es keine Sorgen. Von der Harmonie-Kombo begleitet spielen Gabi Quass und Ralf Steinborn ein Klarinettensolo. Britta Bernau zeigt, was sie auf der Trompete gelernt hat. Und noch ein Trompetensolist, Olaf Buzinski aus Neuermark mit seinem Trompetensolo. Ohne Blasmusik geht es in Klietz nicht und Heinz Schirmer gibt bei seinen Mädels und Jungs den Takt an. Wer lange still sitzen muss, freut sich auf Bewegung. Die Harmonie-Kombo findet dafür die richtigen Rhythmen. Zeit und Gelegenheit für den Auftritt der Singe- und Instrumentalgruppe der Polytechnischen Oberschule. Das Lampenfieber ist weg und jetzt gibt es nur noch Spaß. Es sieht sehr mexikanisch aus bei unseren jungen Tänzerinnen und macht neugierig auf das, was uns da noch erwartet. Aber vorher noch Musik vom Pionierblasorchester. Die Mädchen der Tanzgruppe bringen karibisches Flair auf den Festplatz nach Klietz. Der Nachmittag gehört den Künstlern der Konzert- und Gastspieldirektion.
Irgendwann, Mitte der 90er Jahre und in den Zeiten danach, werden im Fernsehen immer wieder Berichte über das Leben in unserem Land zu sehen sein, in denen von parteilich organisierten Festlichkeiten mit staatlichen Symbolen, roten Fahnen, zur Pflicht gemachten Pionierhalstüchern und FDJ-Hemden gesprochen wird. Bei unserem Fest in Kliez kann ich nichts davon entdecken. Und noch ein Blick in die Zukunft. Es wird die Rede sein von der ehemaligen DDR. Aber davon ahnt heute noch keiner etwas.